Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es ein super einfaches Hähnchengericht und die Zutaten sind 400 Gramm Hähnchenfleisch, eine halbe Flasche Buttermilch, eine Packung passierte Tomaten, ein halber Becher Schlagsahne, etwas Garam Masala, zwei Zwiebeln und Gewürze, die werde ich dann noch nennen, aber Salz, Pfeffer halt, was so anfällt und noch ein bisschen Butter. Und wir können auch gleich loslegen. Als erstes mariniere ich die Hähnchenstücke, da nehme ich eine halbe Flasche Buttermilch, also 250 Milliliter. Ungefähr ein halber Teelöffel Salz. Ein halber Teelöffel Pfeffer. Ein halber Teelöffel Knoblauchpulver. Und ein ganzer Teelöffel Paprikapulver. Und ein halber Teelöffel Ingwerpulver. Das ist jetzt alles gut durchgerührt. Und da kommt jetzt das ganze Hähnchenfleisch rein. Umrühren. Und das bleibt jetzt eine halbe Stunde so in der Marinade und in der Zeit können wir schon mal die Soße machen. Für die Soße werde ich als erstes die Zwiebeln anrösten. Dafür nehme ich so ungefähr einen Esslöffel Butter und dann nochmal so Augenmaß so ein bisschen Olivenöl. Und die zwei Zwiebeln habe ich klein geschnitten. Die werden jetzt erstmal angebraten, bis sie richtig schön weich und karamellisiert sind. Die Zwiebeln sind jetzt richtig goldbraun angeröstet und da kommt jetzt die ganze Packung passierte Tomaten dazu. Als Gewürz nehme ich einen guten Teelöffel Salz und Garam Masala, so ungefähr ein Teelöffel. Das wird jetzt gut umgerührt. Und ein bisschen Wasser habe ich jetzt noch in die Packung reingetan. Das tue ich auch noch dazu. Und das lasse ich jetzt so 10 Minuten köcheln. Bei geringer Temperatur. So, während die Soße köchelt, ist mein Mann fleißig dabei, den Blumenkohl zu raspeln. Wir werden nämlich Blumenkohlreis essen dazu. Und dafür haben wir einfach nur die Blumenkohlröschen gut gewaschen und die werden jetzt geraspelt. Oben in der Infobox könnt ihr dann das Video zu dem Blumenkohlreis finden. So, die Soße hat jetzt 10 Minuten geköchelt. Da kommt jetzt, ich habe zwar gesagt, ein halber Becher Sahne, aber da meine Leute viel Soße wollen, habe ich mich jetzt entschieden, doch den ganzen Becher Sahne dazu zu tun. Also, ein ganzer Becher Sahne kommt hinzu. Dann kommt noch ein bisschen Pfeffer. Ein Viertel Teelöffel. Und nochmal so ein halber Teelöffel Salz. Und das Ganze wird jetzt mit dem Pürierstab cremig gemixt. Die Soße ist jetzt auch soweit fertig. Die werde ich jetzt erstmal beiseite tun und kann jetzt mich mit den Hähnchenstücken beschäftigen. Also los geht's. Hähnchen machen. Ich habe das marinierte Hähnchen durch ein Sieb gegossen, damit die Buttermilch ablaufen kann. Und ich werde jetzt die Hähnchenstücke in etwas Olivenöl anbraten.
So, das Hähnchen brutzelt jetzt richtig. Die sind zwar noch hell, aber ich will die auch gar nicht unbedingt so dunkelbraun haben. Also die Farbe spielt keine Rolle. Die Hähnchenstücke werden jetzt in der Soße noch ein bisschen ziehen. Die Soße köchelt hier und da kommt jetzt das Hähnchenfleisch mit hinzu. Anschließend tue ich noch ein gutes Stückchen Butter mit hinzu. So ein Stück ungefähr. Damit die Soße noch cremiger und noch sämiger wird. So, das super leckere Hähnchengericht mit dem Blumenkohlreis ist fertig. Es sieht super lecker aus und ihr ahnt ja gar nicht, wie lecker das hier duftet. Das ist unglaublich. Ich werde jetzt mein Mittagessen essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.